Preist den Herrn, verehrte Zuhörer, und herzlich willkommen zu eurer Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Kenia, das Mega-Erweckungsland. Hier findet solch eine große, mächtige Erweckung statt. Es ist eine sehr lang anhaltende Erweckung, die schon über Jahre hin immer größer und größer wird, immer mehr und mehr wächst. Wir sollten uns auch in Deutschland, in den anderen deutschsprachigen Nationen wie Österreich, die Schweiz, Gedanken machen darüber, wie wir auch diese mächtige Erweckung erhalten in unserem Land. Dazu ist ein Lebensstil der Buße und Heiligkeit absolut erforderlich, verehrte Hörer. Ein Leben der Separierung. Eine Separierung von jeder Bosheit und jeder Lüge, von jedem weltlich Gesinnten und den Fokus zu haben auf das Reich Gottes. Liebe Hörer, wir werden heute in dieser Sendung eine ganz mächtige Botschaft hören, die die mächtigsten Propheten des Herrn am 24.03.2019 in Zentralpark Nairobi in Kenia gegeben haben, als der super glorreiche historische Sonntagsgottesdienst stattgefunden hat. Und diese Botschaft geht um Separierung. Sie handelt sich um die Separierung. Und dies ist der erste Teil von der Botschaft mit dem Namen Tretet ein, mein Volk. Wir werden diese Botschaft heute hören in dieser heutigen Sendung. Und ich möchte euch auch noch sagen, bevor wir diese Botschaft hören werden, dass es absolut mächtig war, was wir gesehen haben. Dieser mega, mega historische Sonntagsgottesdienst am 24.03.2019. So viele Menschen waren dort auf diesem Gottesdienst, auf diesem Sonntagsgottesdienst. Wo jemals haben wir solch einen riesengroßen, massiven Sonntagsgottesdienst gesehen, wo sogar Menschen aus der Politik, aus der Regierung, aus der Landesregierung teilgenommen haben und sogar öffentlich ihr Wort gesagt haben, dass sie auf jeden Fall zu dem Herrn stehen und Buße willkommen heißen in dem Land von Kenia. Ja, liebe Menschen, das ist absolut mächtig. Wir haben gesehen, wie die Menschen Schulter an Schulter nebeneinander standen. Sie waren durstig. Sie haben großen Hunger gehabt nach den Anweisungen des Herrn. Sie wollten einfach hören, was denn die Anweisungen sind.
wie man sich vorbereitet für das glorreiche Kommen des Messias. Kenia hat verstanden, dass der Herr seine glorreichen heiligen Propheten gesandt hat, die das Kommen für den Messias vorbereiten. Und Kenia, sie tun Buße für Lästerei auch in den Medien und tun Buße für jede Art von Gotteslästerung. Liebe Menschen, wir sollten auch in unserer Nation diese Zeit sehr ernst nehmen und maximieren und auskosten, mehr das Wort Gottes lesen, mehr beten, mehr Buße tun, mehr evangelisieren, mehr einen Lebensstil eines wiedergeborenen Christen führen. Denn ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen und der Herr kann jederzeit kommen für seine glorreiche Gemeinde. Lasst uns jetzt aufwachen, lasst uns wachsam sein und uns in Freude und Demut für das glorreiche Kommen des Messias vorbereiten. Liebe Hörer, ihr habt auch die Möglichkeit, uns zu schreiben und eure Gebetsanliegen zu schreiben. Alle Fragen, die ihr habt, könnt ihr hier auch schreiben, auch bezüglich der Botschaft, unter der E-Mail-Adresse jesusislord.fmradio@gmail.com. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir werden jetzt in die Lobpreisrunde gehen und danach werden wir direkt die Botschaft hören. Gerne lädt auch eure Nächsten ein, dass sie auch die Möglichkeit haben, diese alarmierende Botschaft zu hören. Lasst uns jetzt den Herrn preisen, während wir dieses wunderschöne Lobpreislied hören. Teurer Erlöser.
Sehr verehrte Zuhörer auf Jesus ist Lord Radio, wir kommen nun zum Hauptteil dieser Sendung. Wir werden jetzt die Botschaft hören, Tretet ein, mein Volk, Teil 1. Bitte schreibt alles mit und habt eure Bibel in nächster Reichweite. Lasst uns nun nicht länger warten, hier ist die Botschaft. Halleluja. Halleluja. The prophecy of January 15th. Die Prophezeiung vom 15. Januar. The year 2017. Das Jahr 2017. This prophecy. Diese Prophezeiung. That has become the center theme. Welche zu dem Zentralthema geworden ist. The central conversation. Die Zentralunterhaltung. In the Church of Christ. In der Gemeinde von Christus. Globally. Weltweit. Everybody is crying all over the globe. Jeder weint überall auf dem Globus. Right now. Jetzt gerade. Everybody is crying. Jeder weint. That this message may reach them. Dass diese Botschaft sie erreicht. The message of the glorious coming of the Messiah. Die Botschaft von dem glorreichen Kommen des Messias. This tremendous message. Diese enorme Botschaft. The message of the entry of the church. Die Botschaft von dem Eintritt der Gemeinde. Into eternity. Hinein in die Ewigkeit. And as you can see. Und wie ihr sehen könnt. Right now. Jetzt gerade. Based on this level of conversation. Basierend von dieser Stufe der Unterhaltung. You can tell. Könnt ihr davon sprechen. That the church. Dass die Gemeinde. Is sitting on the verge of eternity. An der Schwelle der Ewigkeit sitzt. January 15th. 15. Januar. The year 2017. Das Jahr 2017. The prophecy. Die Prophezeiung. And I came live globally. Und ich kam live weltweit. On Jesus is Lord Radio. Auf Jesus ist Lord Radio. .info. .info. Jesus is Lord Radio. .caster. Jesus ist Lord Radio. .caster. .fm. .fm. And all the channels you used to tune in. Und all die Kanäle, über die ihr üblich eingeschaltet seid. And said this prophecy. Und sagte diese Prophezeiung. January 15th. 15. Januar. 2017. 2017. And then came March 11th. Und dann kam der 11. März. 2018. 2018. At Nakuru. In Nakuru. When the Lord finally now lowered the stairs. Als der Herr jetzt endlich die Treppen senkte. And then you began to understand. Und dann habt ihr angefangen zu verstehen. That the Lord is ticking the clock. Dass der Herr die Uhr ticken lässt. This is going to be the center conversation tonight. Dies wird die Zentralunterhaltung heute Nacht sein. Our biggest talk. Unsere größte Unterhaltung. The central theme. Das Zentralthema. Of the church now. Von der Gemeinde jetzt. The church at the door. Die Gemeinde an der Tür. The door to eternity. Die Tür zur Ewigkeit. The church on the verge. Die Gemeinde an der Schwelle. On the verge of entry. An der Schwelle zum Eintreten. Halleluja. Halleluja. And that's why I said. Und deswegen sagte ich. It does not matter how far you are tuned in from. Es spielt keine Rolle, von wie weit ihr eingeschaltet seid. You will get the same instruction. Ihr werdet die gleichen Anweisungen bekommen. And given the same opportunity. Und euch wird die gleiche Gelegenheit gegeben, sich vorzubereiten. For the glorious coming of the Messiah. Für das glorreiche Kommen des Messias. When the Lord gave this prophecy. Als der Herr diese Prophezeiung gab. And then March 11th. Und dann 11. März. He lowered these stairs. Senkte er diese Treppen. And you were able to record. Und ihr wart in der Lage aufzunehmen. What is the message? Was ist die Botschaft? What is the Lord saying now? Was sagt der Herr jetzt? To the Church of Christ. Zu der Gemeinde von Christus. What is Jehovah saying at this hour? Was sagt Jehovah zu dieser Stunde? To the entire body of Christ. Zu dem ganzen Körper von Christus. What is the Lord instructing the church to do now? Was weist der Herr die Gemeinde an, jetzt zu tun? And that's why. Und deswegen. I want you to follow me stepwise. Möchte ich, dass ihr mir schrittweise folgt. So what is the instruction to the Christian believer? Nun, was ist die Anweisung zu dem christlichen Gläubigen? What is the instruction to the lovers of Christ? Was ist die Anweisung zu den Liebenden von Christus?
Listen, blessed people. Hört zu, gesegnete Leute. When Jesus was walking the earth, als Jesus auf der Erde wandelte and doing his public ministry, und seinen öffentlichen Dienst vollbrachte, they abused him, haben sie ihn beschimpft, they blackmailed him, haben sie ihn gelästert. But he stuck to the agenda of God. Aber er hielt zu dem Plan Gottes fest. And in that agenda of God, und in diesem Plan von Gott, he said some significant things, sagte er einige bedeutsame Dinge. He said, er sagte, let not your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. In other words, in anderen Worten, do not allow your heart, erlaubt nicht euren Herzen, be troubled, bekümmert zu sein. Trust in God, vertraut Gott, and trust also in me, und glaubt auch an mich. And so that is what we want to read now. Und nun, dies ist, was wir jetzt lesen wollen. And from there is the message on these stairs. Und von dort ist die Botschaft von diesen Treppen. John chapter 14, as we begin this today. Johannes Kapitel 14, während wir dies heute anfangen. John 14. Johannes 14, Verses 1 to 3. Verse 1 bis 3. He says, er sagt, do not let your hearts be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. Trust in God. Glaubt an Gott. Trust also in me. Glaubt auch an mich. Halleluja. Halleluja. In my father's house, im Haus meines Vaters, are many rooms, sind viele Zimmer, many mansions, viele Villen, many homes, viele Zuhause. And he says, in my father's house, und er sagt, im Haus meines Vaters are many rooms, sind viele Wohnungen. If it were not so, wenn es nicht so wäre, I would have told you, hätte ich es euch gesagt. I am going there, ich gehe dorthin, to prepare a place for you, um euch eine Stätte zu bereiten. And if I go, und wenn ich gehe and prepare a place for you, und euch eine Stätte bereite, I will be back, werde ich wiederkommen. I will come back, ich werde wiederkommen and take you, und euch nehmen, to be with me, um mit mir zu sein, that you also, sodass ihr auch may be where I am, seid, wo ich bin. Verse 4, he says, Vers 4, er sagt, you know the way to the place where I am going. Ihr kennt den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. So blessed people, nun, gesegnete Leute, the Lord Jesus, der Herr Jesus, running his public ministry, vollbrachte seinen öffentlichen Dienst on the earth here, auf der Erde hier. He said, er sagte, he's going to the father's house, er geht zu dem Haus des Vaters, to prepare a place, um eine Stätte zu bereiten for you, für euch. And he says, und er sagt, that if he's doing so, dass wenn er dies tut, he would come back, wird er zurückkommen. Halleluja. Halleluja. And then, und dann, Isaiah the prophet, Jesaja der Prophet, many years before then, viele Jahre davor dann, Isaiah, Jesaja, the Spirit of the Lord, der Geist des Herrn, showed him those rooms, zeigte ihm diese Zimmer. And we are reading the second scripture, und wir lesen die zweite Schrift, to help set a foundation for you, um zu helfen, ein Fundament für euch zu setzen, that you may know, sodass ihr wisst, that when the Lord lowered the glorious stairs, sodass als der Herr die glorreichen Treppen senkte, the stairs of eternity, die Treppen der Ewigkeit. What is the message? Was ist die Botschaft? Halleluja. Halleluja. Isaiah 26. Jesaja 26. Isaiah 26 verse 20. Jesaja 26 Vers 20. 19. 19. He says, but your dead will live. Er sagt, aber deine Toten werden leben. Their bodies will rise. Ihre Körper werden auferstehen. You who dwell in the dust, ihr Bewohner des Staubes. Wake up, wacht auf. And shout for joy, und jubelt vor Freude. And he says, your dew, und er sagt, euer Tau is like the dew of the morning, ist wie der Tau des Morgens. The earth will give birth to her dead. Die Erde wird die Toten wiedergeben. Then verse 20, which is our biggest interest here. Dann Vers 20, welches unser größtes Interesse hier ist. Verse 20, Vers 20. He says, er sagt, go my people, geh mein Volk, enter
enter your room. Tretet ein in eure Kammern. And shut the doors behind you. Und schließe die Tür hinter dir zu. Hide yourself for a little while. Verbirg dich einen kleinen Augenblick. Until his wrath has passed by. Bis sein Zorn vorübergegangen ist. See, the Lord is coming out of his dwelling. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, punish the people of the earth, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen, their sins and iniquity, ihre Sünden und Missetaten. And he says the earth, und er sagt, die Erde will disclose the blood shed upon her, wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren. She will conceal her slain no longer. Sie wird ihre Getöteten nicht länger verbergen. So what is the Lord saying? Nun, was sagt der Herr hier? The other version say, die anderen Versionen sagen, here he says, go my people. Hier sagt er, geh mein Volk. But the other version say, aber die anderen Versionen sagen, come my people. Komm mein Volk. Enter thou. Tretet ein into thy chambers. In eure Zimmer. And he says, und er sagt, again, nochmals, here says, go. Hier sagt er, geht. He said, come my people. Er sagt, kommt mein Volk. Enter thou. Tretet ein into thy chambers. In eure Zimmer. And shut thou. Und macht zu thy doors. Eure Türen. Until his indignation. Bis seine Verärgerung has passed by. Vorübergegangen ist. Halleluja. Halleluja. Listen very carefully here. Hört sehr vorsichtig hier zu. He's asking, er fragt, what is the message, was ist die Botschaft, that he has lowered the stairs, dass er die Treppen gesenkt hat to this generation. Zu dieser Generation. And then he says, und dann sagt er, come my people, kommt mein Volk, enter thou. Tretet ein into thy chambers, in eure Zimmer hinein and shut thou, und schließet thy doors, eure Türen until his indignation, bis seine Verärgerung has passed by. Vorübergegangen ist. Halleluja! Halleluja! That is where the message is. Dort ist die Botschaft, that when he lowered the stairs, dass als er die Treppen senkte, then you hear him say, dann hört er ihn sagen, come my people. Komm mein Volk. Enter thou. Trete hinein. Into thy chambers. Hinein in eure Kammern. And he said, and shut thy doors about thee. Und er sagt, schließt eure Zimmer hinter euch zu. Shut thou thy doors about thee. Macht eure Zimmer zu hinter euch. Until his judgments, his indignations, bis seine Urteile, seine Verärgerungen has passed by, vorübergegangen sind. So what is the message? Nun, was ist die Botschaft? Blessed people. Gesegnete Leute. You see, ihr seht, that there is a wrath. Dass es dort einen Zorn gibt. There is a wrath. Es gibt einen Zorn. There is a storm. Es gibt einen Sturm. There is a thunderstorm. Es gibt ein Gewitter. That is coming. Der kommt. And when the thunderstorm is coming. Und wenn das Gewitter kommt. To the earth. Zu der Erde. Then you hear the Lord. Dann hört ihr den Herrn. Say. Sagend. Come my people. Komm mein Volk. Enter thou. Trete hinein. Into thy prepared chambers. In eure vorbereiteten Zimmer hinein. And shut thou. Und schließt zu thy doors about thee. Eure Türen hinter euch zu. The Lord is saying, der Herr sagt, that every time, dass jedes Mal, there is a storm, wenn es einen Sturm gibt, coming, der kommt, then he is able to separate his people. Dann ist er in der Lage, seine Leute zu separieren. Separate out. Heraus zu separieren. His people. Seine Leute. And you see, und ihr seht, he speaks to them. Er spricht zu ihnen. With a lot of affection. Mit viel Zuneigung. A lot of love. Viel Liebe. A lot of concern. Viel Sorge. A lot of care. Viel Fürsorge. A lot of grace. Viel Gnade. There is a people, es gibt ein Volk, that when the storm is coming, dass wenn der Sturm kommt, the Lord says to them, sagt der Herr zu ihnen, come my people, komm mein Volk, enter thou, trete hinein into thy chambers, in eure Zimmer, and shut thou, und schließt thy doors, eure Zimmer about thee,
hinter euch zu. Because the storm is coming. Denn der Sturm kommt. Halleluja. Halleluja. It's about separation. Es geht um Separierung. Separation. Separierung. And that is where the question is. Und dort ist, wo die Frage liegt. On which side? Auf welcher Seite? Are you going to be found? Wirst du angefunden werden? And so he says, und nun sagt er, when there is a storm coming, wenn es einen Sturm gibt, der kommt, when a storm is coming, wenn ein Sturm kommt, every time, jedes Mal, there is a storm coming, wenn der Sturm kommt, you hear the Lord, hört man den Herrn, you hear him say, ihr hört ihn sagen, come my people, komm mein Volk, before the storm, vor dem Sturm, come my people, komm mein Volk, enter thou, tretet hinein, into thy chambers, hinein in eure Zimmer, and shut thou thy doors about thee, eure Türen hinter euch zu, enter your room, tretet hinein in eure Zimmer, and you see, und ihr seht, that Jesus, dass Jesus in John 14, in Johannes 14, the one we just read, den welchen wir gerade gelesen haben, he said, er sagte, aware that there would be a storm, sich im Bewusstsein, dass es einen Sturm geben wird. Halleluja. Halleluja. That the storm would come, dass ein Sturm kommen wird. Upon the earth, auf die Erde. Jesus said, Jesus sagte, he would go up, er wird hochgehen, to the Father's house, zu dem Haus des Vaters, to prepare a place for you, um eine Stätte für dich vorzubereiten. Some chambers, einige Wohnungen, some rooms, einige Zimmer, habitation, Wohnstätten for you, für euch, that when the storm come, dass wenn der Sturm kommt, before the storm hit touchdown, bevor der Sturm einschlägt, nach unten berührt, then he would lower, dann würde er senken the stairs, die Treppen, and say, und sagen, come my people, komm mein Volk, come up here my people, komm hoch hier mein Volk, come up here, komm hoch hier my people affection love, mein Volk Zuneigung Liebe, and enter thy chambers, und trete ein in deine Zimmer, shut thou, schließ zu thy doors, eure Türen, as the storm hits the earth, während der Sturm auf die Erde schlägt. That is where the message is today. Darin liegt die Botschaft heute. That the Lord is saying, dass der Herr sagt, that now also, dass jetzt auch, now also, jetzt auch, there is a storm coming, gibt es einen Sturm, der kommt. Halleluja. Halleluja. What a mighty message in the center of the city. Was für eine mächtige Botschaft in dem Zentrum der Stadt. He says, er sagt, there is a storm coming, es gibt einen Sturm, der kommen wird, coming to the earth, zur Erde kommen wird. And the Lord again, again, und der Herr nochmals, nochmals, again, showing affection, zeigt nochmals Zuneigung, showing love, zeigt Liebe, showing care, zeigt Fürsorge, showing concern, zeigt Besorgnis, showing grace, zeigt Gnade, and talking to some people, und spricht zu einigen Leuten, and telling them, und sagt ihnen, separate out, separiert euch heraus from them, von ihnen, lest your mixed conversation, sonst seid ihr in vermischter Unterhaltung, and lest you too suffer the indignation of the Lord, und sonst werdet ihr auch den Zorn von Gott erleiden. So, nun, when he lowered, als er senkte the stairs, die Treppen, he is again separating out, separiert er nochmals heraus a certain people, ein bestimmtes Volk. There is somebody, da gibt es jemanden, that the Lord is separating out, den der Herr heraussepariert. And he is telling them, und er sagt ihnen, that look, dass siehe, there is a storm coming, da gibt es einen Sturm, der kommt. And you must separate out now, now, now. Und du musst dich herausseparieren, jetzt, jetzt, jetzt. And enter, und eintreten, thy chambers, in deine Kammer, prepared for you, für dich vorbereitet. What type of message is this? Was für eine Art Botschaft ist dies? The message of separation. Die Botschaft der Separierung. And he's saying, und er sagt, that even now,
dass sogar jetzt, right from here, direkt von hier, you must now separate out. Müsst ihr euch jetzt herausseparieren. And now go into the walls. Und jetzt hinein in die Mauern gehen. The bounds, the walls of your salvation. Die Grenzen, die Mauern von deiner Errettung. Somebody is being separated out. Jemand wird herausseppariert. There's somebody is separating out. Da gibt es jemanden, den er herausseppariert. But first, aber als erstes, before I walk you into that separation, bevor ich euch in diese Separierung hinein wandeln lasse, I want to look at other scenarios. Möchte ich andere Szenarien betrachten. In the Bible, in der Bibel, when the storm came, als der Sturm kam, and how the Lord separated out, und wie der Herr herausseparierte, my people, his people, mein Volk, sein Volk. Halleluja. Halleluja. I want to walk you into the Bible. Ich möchte euch hinein in die Bibel wandeln lassen. So that we can see certain moments. So dass wir bestimmte Momente sehen können. When the Lord separated again. Als der Herr wieder separierte. But before we walk there. Aber bevor wir dorthin gehen. The importance of separation. Die Wichtigkeit der Separierung. Revelation 18 verse 4. Offenbarung 18, Vers 4. Come with me now. Schlägt mit mir jetzt auf. Separation. Separierung. Revelation chapter 18. Offenbarung Kapitel 18. Verse 4. Vers 4. He says this. Er sagt dies. He says. Er sagt. Then I heard another voice from heaven. Come out of her. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr. My people. Mein Volk. So that you will not share in her sin. Damit ihr nicht in ihrer Sünde teilhaftig werdet. So that you will not receive any of her plagues. Und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Another scenario. Ein weiteres Szenario. In this case is addressing Babylon. In diesem Fall adressiert er Babylon. But whatsoever the case. Aber was auch immer der Fall ist. When the storm. Wenn der Sturm, the thunderstorm, das Gewitter, like the one you saw, wie der, den ihr gesehen habt, and worse, und schlimmer, coming, kommt, he says, sagt er, come, my people, komm, mein Volk, separate out from them, separiert euch von ihnen heraus, that you may not share in their conversation, so dass ihr nicht in ihrer Unterhaltung teilhabt. That you may not share in their sin. So dass ihr nicht an ihrer Sünde teilhabt. That then you may not share their plagues. So dass ihr dann nicht an ihren Plagen teilhabt. Their judgment. Ihr Urteil. Halleluja. Halleluja. Step by step. Schritt für Schritt. Exodus 12. 2. Mose 12. Exodus 12, 22. 2. Mose 12, 22. Another moment when the storm was coming. Ein weiterer Moment, als der Sturm kam. 12:22. He says. Er sagt. Take a bunch of hyssop and dip it into the blood in the basin. Und nehmt ein Büschel Hyssop und taucht es in das Blut im Becken. And put some of the blood on top. Und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle. And on both sides. Of the door frame. Und an beiden Seiten von den Türrahmen. Then he says, dann sagt er, no one of you, keiner von euch, shall go out of the door, soll aus der Tür herausgehen, of his house, von seinem Haus, until the morning, bis zum Morgen. Another moment, ein weiterer Moment, when the storm was coming. Als der Sturm kam. Halleluja. Halleluja. And this time around, und zu dieser Zeit, the storm is coming in Egypt. Kommt der Sturm in Ägypten. A big storm. Ein großer Sturm. The plagues. Die Plagen. The judgment of Jehovah. Das Urteil von Jehova. And when the judgment is coming, und wenn das Urteil kommt, then you hear him again. Dann hört ihr ihn wieder. Come, my people. Kommt, mein Volk. Enter thou into thy chambers. Tretet ein hinein in eure Kammern. And shut thou thy doors about thee. Und macht eure Türen hinter euch zu. And don't attempt to come out. Und versucht nicht herauszukommen. Halleluja. Halleluja. Again. Nochmals. Affection. Zuneigung. Love. Liebe. Concern. Besorgnis. Care. Fürsorge. Purity. Sicherheit. Safety. Schutz. Provision. Versorgung. A chamber.
eine Kammer, a hiding place. Ein Platz zum Verstecken. Hey. Hey. And you know too well. Und ihr wisst zu gut, that I have announced, dass ich bekannt gegeben habe, that there is a storm coming, dass ein Sturm kommt upon the face of the earth, über dem Angesicht der Erde in, Egypt, in Ägypten. The same thing. Die gleiche Sache. Come, my people. Komm, mein Volk. In other words, separate from them. In anderen Worten, separiere dich von ihnen. Lest you share in their sin. Sonst hast du Teil an ihrer Sünde. And then share in their plagues. Und dann Teil hast an ihren Plagen. Their storms. Ihre Stürme. Hey. Teaching the message of separation. Das Lehren der Botschaft der Separierung. Separation from the world. Separierung von der Welt. That you may enter into thy chambers. Sodass ihr in eure Kammern eintretet. And shut thy doors about thee. Und eure Türen hinter euch schließt. Hey. Hey. Halleluja. Halleluja. And there is no better time. Und es gibt keine bessere Zeit. To separate out. Sich heraus zu separieren than this hour. Als diese Stunde. Even those of you in the other nation. Sogar diejenigen von euch in den anderen Nationen. You too can separate out. Ihr könnt euch auch heraus separieren from the world. Von der Welt. That you may not share in their conversation. Sodass ihr nicht teilhabt an ihrer Unterhaltung. And then share in their sin. Und dann in ihrer Sünde teilhabt. And then be able to share their judgment. Und dann in der Lage seid, ihre Urteile zu teilen. Step by step. Schritt für Schritt. I'm still building the foundation for the message. Ich erbaue immer noch das Fundament für die Botschaft. That's why I said, deswegen sagte ich, it is going to be deep. Es wird tief sein. Today, heute, somebody, jemand, is being separated out, wird heraussepariert in this city, in dieser Stadt. Halleluja. Halleluja. Sehr verehrte Zuhörer, was für eine alarmierende Botschaft, die der Herr zu uns allen spricht. In dem historischen Sonntagsgottesdienst am 24.03.2019 im Zentralpark Nairobi in Kenia wurde die Menschheit über den bevorstehenden Sturm gewarnt. Den Sturm aller Stürme, die Mutter aller Stürme. Der Sturm, der kurz davor ist, stattzufinden. Und dazu gibt es eine Warnung. Der Herr spricht zu uns, zu den Menschen der Erde, dass wir uns separieren sollen von allem Bösen, separieren sollen von der Dunkelheit, von der Sünde, von jedem, von allem, was Gott nicht ehrt. Und wir sollen sicherstellen, dass wir auf der Seite angefunden werden, die von dem Sturm nicht betroffen werden. Diejenigen, die in den Schutz, in der Fürsorge Gottes hineingehen. Lieber Hörer, bist du auf dieser Seite? Bist du in der Vorbereitung? Jeden Tag lebst du ein gerechtes Leben, sodass du nicht bei diesem Sturm der Stürme, die Mutter aller Stürme, dabei sein wirst? In Jesaja Kapitel 26 hören wir, wie der Herr sagt: Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Hier ist also ein klarer Aufruf zur Separierung von aller Bosheit, von jeder Art von Dunkelheit und Sünde und Gottlosigkeit und Lästerei. Denn wir können auch in Offenbarung Kapitel 18 Vers 4 lesen und hier steht: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Liebe Hörer, der Aufruf ist absolut eindeutig. Die mächtigsten Propheten des Herrn haben eine ganz mächtige Botschaft uns gegeben, ein Aufruf zur Separierung, sonst
wenn wir es nicht tun, wenn wir es versagen, uns zu separieren von dieser Weltlichkeit, von dieser Bosheit, von all diesem Fokus auf irdische Dinge und uns nicht fokussieren auf das Kommen des Herrn, ja, wenn wir das verpassen, diese Separierung, wenn wir das verpassen, verehrte Hörer, dann stellen wir nicht mehr sicher, dass wir geschützt werden von Gott, dass wir geschützt werden und in das ewige Königreich Gottes hineingehen, sondern gehen wir in das Risiko, dass wir an den Sünden teilhaben und auch somit Plagen empfangen. Das heißt also, wir sollen uns jetzt separieren, damit wir nicht an ihren Sünden teilhaben, an den Sünden der Welt und damit wir nicht an dem Urteil teilhaben werden, damit wir nicht die Plagen empfangen. Liebe Hörer, was für eine wirklich ernsthafte Botschaft. Wahrlich ist jetzt die Zeit, Jesus komplett zu empfangen im Herzen. Und das bedeutet, heilig zu leben. Wenn wir Jesus empfangen, dann wollen wir heilig leben, dann streben wir danach. Dann haben wir nicht länger Bedarf und Gesinnung nach all diesem Weltlichen, sondern wollen nur unserem Herrn ehren. Jetzt ist wahrlich die Zeit, Jesus ganz, ganz, ganz tief zu empfangen in unserem Herzen, ihn komplett zu empfangen und von allem abzukehren, was dem Herrn nicht ehrt. Alles, was Sünde darstellt, alles, was Bosheit darstellt, alles, was die Anbetung ersetzt, die Anbetung zu Jesus. Denn wahrlich leben wir in einer sehr ernsten, kritischen Zeit. Die Entrückung steht bevor, verehrte Hörer. Lasst uns also ein Überwinder sein. Lasst uns ein Mensch sein, der sich vorbereitet auf das glorreiche Kommen des Herrn, der durchhält, der trotz Anklage, trotz Beschuldigung, trotz Ablehnung von dieser Welt weiterhin festhält, standhaft im Glauben ist und festhält an das Kreuz und das Blut. Lasst uns wie die erste Gemeinde sein, die zusammenhält, die füreinander da ist, die Nächstenliebe, die Liebe von Christus zeigt und die in dem Geist des Herrn wandelt, verehrte Hörer. Lasst uns jetzt alles geben, dass wir das Licht dieser Welt sind. Dazu möchte ich gerne die Bibel lesen in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Und bei mir steht hier die Überschrift in der Bibel: Vorübergehende Bedrängnis und ewige Herrlichkeit. Und hier steht: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Liebe Menschen, lasst uns auf das Königreich Gottes sinnen. Lasst uns den Fokus komplett auf das glorreiche Königreich Gottes haben und uns vorbereiten in Buße, in einem Lebensstil der Buße, in einem Lebensstil der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sicherstellen, dass wir bedeckt sind mit dem Blut von Jesus, damit wir von dem Urteil davonkommen, was auf die Erde schlagen wird. Wo kommt mir Hilfe her?
schläft und schlummert nicht. Ich weiß, der Herr hilft mir. Ich weiß, der Herr. Gesegnete Hörer hier auf Jesus ist Lord Radio. Lasst uns zu dem Ruf hören und ihn befolgen. Der Aufruf zur Separierung. In Galater Kapitel 5 können wir lesen über die Ermahnung zum Wandel im Geist. Lasst uns Galater Kapitel 5 aufschlagen, Vers 16 bis Vers 26. Und hier steht: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Liebe Hörer, ja, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.
Das sollte unser tägliches Gebet sein. Möge der Heilige Geist uns in allem leiten und möge er uns ganz erwecken, sodass wir jeden Tag nutzen zur Vorbereitung für das glorreiche Kommen des Messias. Der Herr ruft uns auf zur Separierung von Weltlichem, von der Lust des Fleisches und der Lüsterei, sollen wir jetzt separiert sein und vom Geist geleitet werden, wie absolut essentiell für unsere christliche Errettung. Liebe Hörer, wenn ihr gemerkt habt, dass es hier und da vielleicht noch Stellen gibt, wo ihr euch noch nicht separiert habt von, ist es wichtig, dies vor dem Herrn zu bringen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Jesus neu zu empfangen, Buße und Gebet vor dem Herrn zu bringen. Wir werden jetzt das Errettungsgebet beten. Ihr habt die Möglichkeit, diese Worte nach mir zu wiederholen. Bitte sagt: Mächtiger König Jesus, ich bin ein Sünder und ich tue heute Buße für alle meine Sünden. Ich tue Buße für jede bewusste Sünde und für jede unbewusste Sünde. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich um von allen meinen Sünden und empfange dich ganz neu in meinem Herzen als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz und führe mich in dein ewiges Königreich. Ich liebe dich, Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Liebe Hörer, ich bete nun noch einmal. Himmlischer Vater, im heiligen Namen von Jesus Christus danke ich dir für jeden Zuhörer von dieser heutigen Sendung und mögest du sie ganz mächtig separieren von der Welt, mögest du sie trennen von jeder Dunkelheit, sodass sie dein Licht strahlen in dieser dunklen Welt. Mögest du uns berühren, alle in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sodass wir hier auch Erweckung bekommen und uns ernsthaft vorbereiten für das glorreiche Kommen des Messias. Möge dein Königreich immer an erster Stelle sein. Mögen wir immer an erster Stelle dein Königreich suchen. Dir sei Lob und Ehre und dir gebührt alles im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Liebe Zuhörer, wie wichtig ist es doch, darüber zu sprechen, was der Herr von uns verlangt und ein Täter seines Wortes zu sein. Ja, verehrte Hörer, wir hören uns bald wieder hier auf Jesus ist Lord Radio. Ihr seid natürlich auch eingeladen zum Sonntagsgottesdienst in Berlin, in Karlsruhe, in Winnenden in der Nähe von Stuttgart und auch in München. Diesbezüglich könnt ihr uns natürlich anrufen unter der Telefonnummer 0160 920 10 220. Für mehrere Informationen könnt ihr auch die Webseite besuchen www.bereutetdenweg.org und die englisch sprechende Webseite lautet www.repentandprepare-the-way.org. Bitte seid auch auf unserem YouTube-Kanal abonniert, Jesus kommt Deutschland, und bitte informiert natürlich auch eure Freunde über diesen mächtigen Kanal. Liebe Hörer, lasst mich noch aus Psalm 130 lesen und hier steht: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Liebe Hörer, der Herr segne euch sehr. Wir kommen nun zum Ende von der heutigen Sendung. Wir hören uns jedoch bald wieder. Mein Name ist Bischöfin Julia Bruchwitz. Es war mir eine Ehre, diese Sendung für euch zu bringen. Gottes reichlichen Segen an alle. Musik.